gibt Union Busting keine Chance. Union heißt Gewerkschaft. Busting heißt kaputt machen. Obwohl die Mitbestimmung der Arbeitnehmer gesetzlich geregelt und ausdrücklich geschützt ist, betreiben immer mehr Unternehmen in Deutschland Union Busting. In einer Studie beklagt ein Großteil der Gewerkschaftssekretäre die Behinderung der Betriebsratsarbeit. Allein im Jahr 2016 sind mehr als 100 Fälle bei den DGB-Gewerkschaften bekannt geworden. Mit Union Busting führen Unternehmen einen strategischen Kampf gegen Betriebsräte, weil sie glauben, dass sie ohne Mitbestimmung der Arbeitnehmer leichter Profit machen könnten. Wie skrupellos und kriminell Unternehmen bei Union Busting vorgehen, zeigt der Fall von Betriebsrätin Frau S. Frau S. arbeitete bei Mundi Pharma und war Betriebsratsvorsitzende. Sie kritisierte Missstände im Unternehmen und setzte sich für Kollegen ein. Die Geschäftsleitung machte Frau S. bei der Belegschaft schlecht und versuchte, sie an den Rand zu drängen. Vor der nächsten Betriebsratswahl wurden die Mitarbeiter bewusst eingeschüchtert und ihnen wurden Konsequenzen angedroht, falls sie Frau S. wählen würden. Die Geschäftsleitung sorgte dafür, dass überwiegend unternehmensfreundliche Kandidaten zur Wahl standen. Einige Mitarbeiterinnen fochten die Wahl an und der DGB-Rechtsschutz unterstützte sie dabei. Vor dem Landesarbeitsgericht Hessen bekamen sie Recht. Während des Gerichtsverfahrens konnten sich viele Mitarbeiter im Zeugenstand angeblich an nichts erinnern. Sie hatten Angst. Frau S. erhielt eine Abmahnung und wurde wegen einer Bagatelle fristlos entlassen. Das Gericht entschied, nicht rechtmäßig. Mit dem Urteil muss Mundi Pharma gerechnet haben. Trotzdem nahm die Geschäftsführung den Prozess in Kauf, um Frau S. psychisch zu zermürben. Der Fall von Frau S. hat ein deutliches Zeichen für die Verurteilung von Union Busting gesetzt. Aber wie viele Fälle werden nicht bekannt, weil die Belegschaft aus Angst um ihren Arbeitsplatz schweigt? Sprechen Sie mit uns, sobald die Vertretung Ihrer Arbeitnehmerinteressen in Gefahr gerät. Solidarisch sind wir stark, damit Union Busting in Deutschland keine Karriere macht.